So, müssen wir den Giftwind wegpusten. Okay, er ist böse. Das weiß ich jetzt schon mal. Ey, ich will pusten. Au. Okay, er... Ja, der Angriff ist böse. Nee, ich nehme mal zur Sicherheit einen Knochen. So, kann ich die zurückpusten? Nein, kann ich nicht, weil ich keinen Windhauch mache. Ach so, ich muss ihn angreifen, während die Schwerter unterwegs sind, oder wie? Ich hab's noch nicht raus. Au. Ah, jetzt. Wenn er sie macht, muss ich's, okay. Ich hab's geblickt. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass man wirklich solche Bosse erst beim zweiten Mal, wenn man sie kennt, perfekt machen kann. So, er macht's wieder. Langsam haben wir die Zeit. Und verfehlen natürlich. Ja, auch gut. Ach, neue Perlen. Erhalten, göttliches Instrument. Exorzismusperlen. Leute unter Gebetsperlen, die die Macht heiligen Lichts enthalten. Der Giftnebel, der die Bewohner der Stadt plagt, war das Werk vom Pesthauch, einer Krankheit im Körper des Kaisers. Pesthauch war aus den bösen Intentionen des Schwerts Goldnagel herausgeboren, aber selbst eine so verabscheuungswürdige und von Hass erfüllte Kreatur war kein wirklicher Gegner für unsere unerschrockenen Helden Amaterasu Tisu.
Mit Pesthauchs Niederlage verschwand auch der giftige Nebel. Der Kaiser, nun befreit vom Einfluss des Bösen, wurde wieder normal. Amaterasu und die anderen hatten sich einen kurzen Moment der Erholung verdient. Aber währenddessen konspirierte das Böse weiter, um diesen Moment der Ruhe so kurz wie möglich zu machen. Aus Goldnagels besiegter Form entstieg die bekannte Finsternis. Der Geist des Bösen und des Hasses, der in dem Schwert inne wohnte, schwarz wie die finstere Nacht. Und tief wie der Ozean stieg langsam zum Himmel hinauf. Mach keinen Fehler, das war zweifelsohne eine der verdorbenen Geister, die aus Orochis besiegten Körper entstiegen. Beständig und schnell erhob er sich, dann beschleunigte er auf einmal und verschwand in Richtung See über den Horizont. Er bewegte sich zielgerichtet, als ob er sich mit einem alten Freund treffen wollte. Aber Terrasse und die anderen hatten keine Zeit zu rasten. Ob sie wirklich die Normalität der Hauptstadt wiederhergestellt hatten? Sie mussten sich ja immer noch um die Bedrohung durch den Wasserdrachen kümmern. Diese Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Hey du, hast du nicht irgendwas vergessen? Was ist ganz schön übertrieben, Großmaul? Du spielst ja noch nicht einmal in der gleichen Liga wie der unglaubliche Isun. Nun, Fake Neu, das war's. Wie wär's mit einem bisschen Siegesgeheul? Oh, warte, das hätte ich ja beinahe vergessen. Diese kleine Kaguya ist immer noch eingeschlossen. Und wir sind immer noch klein. Ami scheint so, als würde der Alte immer noch schlafen. Wie wäre es einfach damit, wir übernehmen das Kommando und lassen ihn ihre Zelle aufschließen. Warum sollen wir uns die Mühe machen und ihn aufwecken und alles zu erklären? Hä? Du raffst es nicht, oder? Sieh und lerne, meine pelzige Freundin. Als erstes werde ich seinen Magen umrühren und dann? Was zur Hölle, Igitt? Hast du toll gemacht, Isun. Jetzt wird er uns auskotzen. Isun? Was zur Hölle? Hey, bist du okay, Ami? Sieht so aus, als hätten wir den Kaiser wieder auf die Beine gebracht. Komm schon. Wir werden diese kaiserliche Leib bewegen. Lass ihn uns dahin bringen, wo sie Kaguya festhalten. Ach, ich schätze, diese Leute kontrollieren Geschäft ist schwerer, als es aussieht. Nicht da lang, wir müssen die große Nummer hier zu Kaguyas Zelle bringen. Okay, jetzt lass uns jetzt zu ihrer Zelle gehen. Wie das aussieht. Ja, jetzt wo wir wieder groß sind, also was heißt wo wir wieder groß sind, jetzt wo wir einen großen Körper kontrollieren, ist alles... Euer Majestät, geht es euch gut, dass ihr wieder herumlaufen könnt? Dieses Mädchen Kaguya wurde eingesperrt, wie ihr es befohlen habt, aber sie hat nichts Falsches getan. Deshalb verstehe ich nicht, warum, nicht, dass ihr eure unermessliche Weisheit anzweifeln würde, eure Majestät. Ja. Ja, wir springen gegen den Magen und bewegen ihn so. Eure Majestät, ich weiß, ihr habt es bereits abgelehnt, den Arzt zu sehen, aber es wäre sicher ratsam, sich behandeln zu lassen. Einige Leute haben sogar zu spekulieren begonnen, dass es eure Krankheit ist. Natürlich habe ich sowas niemals angenommen. Also ja, wir bewegen den Kaiser, indem wir gegen seinen Bauch springen. Seid ihr der Kaiser? Aber wenn ihr es seid, bedeutet es, dass diese beiden... Ach du meine Güte, es ist alles meine Schuld. Wie soll ich mich jemals dafür entschuldigen? Mal sehen. Wie wär's, wenn du damit anfängst, mir unter Klöße zu machen? Hä? Hehe, wollte dich nur aufziehen, Süße. Diese Stimme.
Hast du wirklich geglaubt, wir würden so leicht ins Gras beißen? Der Kaiser wurde von einem bösen Magenvirus kontrolliert. Aber wir haben uns darum gekümmert. Welche Medizin nimmt man gegen Giftschwerteritis? Die Dinge sollten sich bald wieder normalisieren. Und nun lassen wir diesen kaiserlichen Leib deine Zelle öffnen. Oh, danke dir. Ich hatte geglaubt, dass ich hier nie wieder rauskommen werde. Keine Zeit für ein kleines Schwätzchen, Bambusmädchen. Wir haben den Kaiser von dem Monster befreit, das ihn kontrolliert hat. Aber die Dinge sind hier immer noch ein bisschen kompliziert. Wir werden uns von hier verziehen, das solltest du auch tun. Nur mal sehen. Oh ja, kille, kille, kille. Oh, wir haben wieder Normalgröße. Hey, ich weiß schon, was du vorhast, Ami. Und ich stimme dem zu. Damit hätten wir dann hier alles wieder ins Lot gebracht. Ich meine, wir haben bereits das Bambusmädchen befreit. Jetzt mach dein Siegesgeheul, um den Kaiser aufzuwecken. Autsch. Möchtest du das Spiel speichern? Natürlich. Das will ich mir im Körper des Kaisers hausen. Ich frage mich, was passiert ist. Die Leute sagen, ich werde durch eine Krankheit des Bettes gefesselt gewesen, aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich erinnere mich, dass ich mich mit einer Bambushändlerin namens Kaiwa getroffen hatte. Und ich erinnere mich an einen geheimen Schatz für das Überqueren eines Sees aus Feuer. Aber ich habe jede Erinnerung daran verloren, was dann geschah. Es ist fast so, als ob ich von einem seltsamen Geist besessen gewesen war. Pah, das Gerede eines geplagten Kaisers. Aber Kaguya ist in Sicherheit. Schätze, wir können ihm etwas Ruhe gönnen. Ein weißer Wolf wurde ein seltsamer springender Punkt. Ich habe so ein Gefühl, dass ich euch beiden aus einem Traum kenne. Ich muss mich bei Königin Himiko für meine unverzeihlichen Fehltritte entschuldigen. Himiko? Ja, das ist es, Ami. Die Stadt steckt endgültig in einem totalen Chaos und Königin Himiko unternimmt deswegen überhaupt nichts. Es gibt keine Entschuldigung dafür, warum sie sich in ihrem Palast eingeschlossen hat. Junge, der werde ich mal meine Meinung sagen. Ah, lieblicher weißer Wolf. Ich fühle mich immer so entspannt, wenn du da bist. Ich habe so ein Gefühl, dass du mich zutiefst kennst. Oh, ich kenne dein Innerstes, das kannst du mir aber glauben. Weißt du, ich sammle Dämonenzähne. Wenn du welche für mich hast, dann gebe ich dir Schätze dafür. Die Leute werden sagen, ich sei ein Narr, dass ich einem Wolf Schätze gebe, aber du bist immer ein Glückswolf. Ich bin sicher, dass dabei etwas Gutes rauskommen wird. Du hast bestimmt schon viele Dämonenzähne gesammelt, oder? Und was denkst du? Wirst du deine gegen einige Schätze eintauschen? Was hat er denn? Den Nebeltopf. Er ermöglicht Transport zwischen Ursprungsspielern. Also den will ich auf jeden Fall haben. Sehe Linien zwischen Isen und Gegner, um Objekte zu finden stehen. Tintenfass mit Goldschimmer. Will ich alles haben. Will ich wirklich alles haben? Gerade das da will ich haben. Also ja, übrigens, es gibt eine Endwertung und um eine gute Endwertung zu kriegen, brauchen wir 300 Dämonenzähne. Jetzt lass mich mal zusammenzählen. Das sind 100, das sind 200, 250, 330 Dämonenzähne brauchen wir insgesamt, um das alles zu kaufen. Und damit hätten wir das Soll längst erfüllt. Ja, ich will auf jeden Fall das Zeug haben. Ja, wie das Ding funktioniert, weiß ich auch immer noch nicht. Von daher, komm mich wieder besuchen, wenn du mehr Dämonenzähne hast zum Tauschen. Also erstmal hätte ich natürlich gerne für 100 das goldene Tintenfass. Eine Hahnenstatue. Einer der 13 Sternzeichenschätze. Hat ein lustiges Aussehen.
Ja, wir können jetzt hier raus. Und uns frei hier herumbewegen. Und zum Beispiel Sachen ausgraben. Eine verstärkte Perle. Yay. Hier ist noch was. Da ist auch noch was. Eine Perle. Also eine Muschel mit einer Perle drin. Und ein Kristall. Den kennen wir auch schon. Sicher gehen, dass hier irgendwo was noch drunter versteckt ist. Was wir ausgraben könnten. Nein, aber hier ist was. Bullenhorn. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall jemanden Neues, der uns Zeug abkauft. Nein, 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 nein. Hier will ich, dass es Nacht wird. Hör auf. Komm schon, ich will eine Sonne in den Himmel malen. Kann ich denn nicht eine Sonne in den Himmel malen hier? Nö. Der Kaiser ist wieder so glücklich wie früher. Es scheint, er war von irgendeiner bösen Kraft besessen. Ich bin besorgt über die seltsame Luft, die sich über Nippon erstreckt. Ich hoffe, sie kommt auch in die Stadt Sei an. Ja, hier war die Gefängniszelle. Da ist aber nichts mehr drin. Diese giftige Luft verschwand sofort, als es dem Kaiser wieder besser ging. Vielleicht hat es was mit ihm zu tun, was auch immer der Kaiser besessen war. Auf jeden Fall hoffe ich, dass auch alle anderen von dieser Krankheit genesen werden. Mhm, hoffe ich genauso. So, das heißt, wir können jetzt hier raus. Ich wollte eigentlich nicht ganz raus, ich wollte noch mit den beiden Wachen reden. So. Machen wir aber erstmal wieder Tag draus. Und lustigerweise ist auch jetzt das Loch hier verschwunden. Hä? Hey, wohin bist du vielleicht noch? Der Nebel, der die Stadt einhüllte, hat sich bereits verzogen. Wir können jetzt durch das Haupttor gehen. Ach, du bist es schon wieder, Wolf. Du scheinst dich ja mit dem Kaiser angefreundet zu haben. Er hat gesagt, wir sollen dich kommen und gehen lassen, wie es wünscht. Weißt du, es ist ungewöhnlich, einen Wolf mit so einem weißen Fell wie das zu sehen. Vielleicht mag dich der Kaiser deshalb. Er liebt Kuriositäten. Na, danke. Wenn das nicht wieder der weiße Wolf ist. Der macht jetzt ist so viel einfacher, jetzt wo der Kaiser wieder normal ist. Es ist immer besser, einem Anführer zu dienen, der gerecht herrscht. Die Stadt ist auch wieder normal. Und das verdanken wir alles dir. Ein Wolf, der Glück bringt. Ich kann verstehen, warum der Kaiser dich mag. Ja toll, wenn er der Kaiser ist. Ich kapier's immer noch nicht ganz. Wer hat jetzt das Sagen hier? Alles viel zu verwirrend. Hallo Bambusmädchen, was machst du hier draußen? Ich meine, du bist jetzt frei, du kannst überall hingehen, wo du möchtest. Oh, hallo ihr zwei, ich habe euch nicht wiedererkannt. Du warst so winzig, als wir uns das erste Mal trafen. In voller Größe bist du wirklich eine beeindruckende Gestalt. Findest du? Nun, eigentlich höre ich so etwas die ganze Zeit. Hä? Oh ja, dich meinte ich natürlich auch gesund. Wie auch immer, die Stadt ist im Moment ein recht gefährlicher Ort. Du solltest zum Haus deines Großvaters gehen. Die Kaiserlichen haben ein Auge auf deinen Schatz geworfen. Stimmt's? Du solltest lieber verschwinden, bevor andere anfangen rumzuschnüffeln. Und außerdem der Großvater scheint dich unheimlich zu vermissen, weißt du? Wirklich? Ah, ich verstehe. Dieser nette alte Mann betrachtet mich als seine Enkelin. Ich würde wirklich gern zu ihm zurück, aber... Du bist nicht seine Enkelin? Du meinst, deine wirkliche Familie liebt woanders? Ach, egal. Du solltest einfach hingehen und ihn sehen, wenn dir danach ist. Ich weiß nichts über meine Vergangenheit.
Ich weiß nicht einmal, wer ich bin oder woher ich komme. Meine erste Erinnerung ist, wie ich in einem Bambushain aufwache. Herr Bambus nahm mich mit nach Hause, wo man sich ganz lieb um mich kümmerte. Um diese Freundlichkeit zu entlohnen, habe ich ihm mit seiner Bambuswaare geholfen. Wenn das der Fall ist, warum beißt du dich dann nicht und besuchst ihn? Ich weiß nichts über meine Vergangenheit, aber ich habe eine verblassende Erinnerung. Ja gut, das machen wir das nächste Mal. Hey, willst du nicht den Rest der Geschichte hören? Es scheint, als ob das Bambusmädchen noch etwas zu sagen wollte. Manchmal kann man Probleme lösen, wenn man einfach nur zuhört. Bist du so beschäftigt, dass du ein Fräulein mit Problemen wegschickst? Komm schon, hör ihr weiter zu. Gut, Isun. Ich habe lang und hart während meiner Gefangenschaft nachgedacht. Dabei habe ich mich wieder daran erinnert, dass ich vor langer Zeit in einem kleinen dunklen Raum war. Das ist im Moment alles, woran ich denken kann. Und ich habe das Gefühl, dass ich dort schnell hin muss. Ich werde dieses Gefühl einfach nicht los. Das ist ja ganz schön seltsame Geschichte. Ich meine, du weißt nicht einmal, wo dieser Ort ist, an den du zurückkehren möchtest. Bruchstücke meiner Erinnerung kehren langsam zurück. Zusammen formen sie eine Vision. Ich sehe ein königliches Siegel eingraviert in die Erde unter einem Bambushain. Ich muss zur Sasa-Zuflucht gehen. Dort wird es sich aufklären. Ja, okay. Huch, was ist denn in dich gefahren? Ich meine, erst der dunkle Raum und jetzt möchtest du auf einmal zur Sasa-Zuflucht. Ich weiß nicht, wohin ich zurückkehren muss, aber ich habe dieses starke Gefühl in meinem Herzen. Es treibt mich vorwärts zu meinem endgültigen Zielort. Es treibt mich vorwärts, das königliche Siegel zu suchen. Ich muss sofort zur Sasa-Zuflucht. Hey, warte, Bambusmädchen, warte. Ach, sie ist fort. So, wir müssen jetzt endlich mal speichern. Ach ja, verfluchte Zonen und so sind jetzt auch weg. Worüber ich nicht unbedingt klagen kann. Aber jetzt erstmal speichern und dann Cut. Ich bin schon ein ganzes Stück drüber. Also, bis gleich.